Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge Bus-Simulator hier von der PlayStation 4. Schön, dass du wieder da bist. Heute am 22.07.2020 ist ein neuer DLC für den Bus-Simulator erschienen, für die PlayStation 4, der Xbox One und selbstverständlich auch den PC. Das Ganze kostet 4,99 € und ist natürlich in den jeweiligen Stores natürlich verfügbar. Das Ganze installiert sich runter und dementsprechend bekommt ihr heute zwei neue Citra-Busse. Und die wollen wir uns heute in der Folge mal anschauen. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze dementsprechend mal so ein bisschen an. Hier haben wir ein kleineres Modell. Wir switchen mal rüber, gucken uns das Ganze mal ein bisschen genauer an, welche DLCs das sind. Es sind ja nun schon ein paar Busse hier mittlerweile drin bei uns in der Firma. Und dementsprechend müssen wir jetzt mal kurz ein bisschen. Dauert ein bisschen. Gehen wir hin. Genau, den S412 UL von Citra. Ja, sehen wir hier. Das ist er. Der sieht jetzt nicht wirklich anders aus als das Standardmodell, welches sowieso schon verfügbar war. Ich weiß nicht, ob der hinten eine Doppeltür hatte. Das müsste man tatsächlich dann erstmal gucken. Und mit neu dazu ist der S417 UL Business von Citra. Und das ist dieses Gefährt hier. Und der sieht dem Standardbus, der sowieso schon mitgeliefert wird, halt schon sehr, sehr ähnlich aus. Getriebeart ist ein Mercedes-Benz Go 190. Interessant. 135.000 kostet der jetzt hier in-game. Und ja, wie gesagt, die beiden wollen wir uns heute mal anschauen in der Folge. Deswegen werden wir uns gleich mal eine kleine Tour raussuchen und dementsprechend mal das Ganze abfahren. Wir gucken uns vorher nochmal die Standardmodelle an. Den S418 LE, da sehen wir hier hinten, der hat auch schon eine Doppeltür drin. Also stimmt schon. Und vorne halt eine Singletor. Der ist ein bisschen breiter, weil der hat drei Achsen. Ich glaube, der hier hinten hatte nur zwei Achsen, wenn ich jetzt hier alles weiß. Genau, der hat zwei Achsen. Also hier ändert sich halt ein bisschen die Achsform. Und ich glaube, das war es von Citra, ne? Ich glaube, mehr gab es von Citra gar nicht. Die hatten bloß den Business, ne? Genau. Dementsprechend zwei neue Citra-Busse hier heute in der Folge. Ich würde sagen, schauen uns das Ganze jetzt an, indem wir das jetzt mal hier ein bisschen abfahren. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier eine kleine Tour finden. Ja, guck mal hier. Wenn wir die hier zweimal fahren, sollte das vollkommen in Ordnung gehen. Ich gucke mir mal die Strecke nochmal ganz kurz an. Es sind 4 Haltestellen, perfekt. Genau, die wollen wir verändern. So. Dementsprechend starten wir das Ganze mit dem ersten Bus von 2. Iveco war dran, stimmt. Ich vergesse Iveco immer. So, ein paar Citras haben wir hier. Also, wir sind eigentlich gut ausgestattet hier. Fangen wir mit dem S412 UL an. Schnellstart an. Das ist alles perfekt. Dementsprechend los geht's. So, wollen wir uns das Ganze mal dementsprechend mal anschauen. Oh. So. Da haben wir ihn. Wie gesagt, das erste Modell mit Holzverkleidung hier alles. Tür entsperren, hinten mit Doppeltür halt. Zwei Achser. Sonst, wie gesagt, alles lizenziert wieder. Citra, selbstverständlich. Und sonst haben wir diese Form jetzt hier zumindest. So, wartet mal. Wäre cool, wenn wir mal das kurz mal so stehen lassen könnten. Und sonst von Innenraum halt typisch ein Überlandbus. Deswegen auch das UL. Ne? Bietet sich der hier natürlich für diese Fahrt jetzt hier natürlich an. So, okay. Dann Gang rein. Und los kann es gehen. Ich glaube, vom Dashboard her hat sich nicht wirklich viel getan. Fenster aufmachen ist ja auch möglich. Sonst steht halt wieder Citra im Text, aber die Texte von der Tacho wieder sehr unleserlich auf der PlayStation. Hui, und bremst du da auch nicht? Das
wie der andere Setra. Der neue Bus macht echt was her. Ne, finde ich auch, finde ich auch. So, weiter geht's. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Ich steig gerade ein und meckert jetzt schon. Das ist fantastisch. Ich muss sagen, ich finde das echt coole Sache. Zumal, ja, das neue DLC ist, den es auch so noch nicht für den PC gab. Ja, also der wurde jetzt, ich glaube, nach fast einem halben, dreiviertel Jahr wurde jetzt endlich ein neuer DLC wieder für den PC veröffentlicht. Wenn ich sogar schon ein Jahr her. Ein neuer DLC, ich bin mal gespannt. Was denn, wenn sonst noch geplant ist? Also wie gesagt, ich würde mich halt über neue Kartenerweiterungen noch echt freuen. Macht schon Spaß, denn wenn du den halt doch weiterspielen kannst. So. Tschüss. Ja, wie gesagt. Ich brauche eine Fahrkarte. 4,99 Euro, finde ich, ist auch ein Preis, der geht vollkommen in Ordnung. Ich hätte mir jetzt zum Beispiel mehr jetzt ein Solaris eine gewünscht Fahrkarte, oder bitte. Sowas. Ja, das wäre natürlich viel cooler, wenn man hier zum Beispiel auch noch ein neues Modell danke. Eventuell mit einführt. Ja, das wäre natürlich eine großartige Sache. Und was ich aber wirklich sagen muss, ist, ich fand das cool, die haben es angekündigt, ein paar Tage später wurde es released. Also sie haben es jetzt nicht schon wieder monatelang vorher angekündigt, sondern sie haben es dann angekündigt und ja, wie gesagt, ein, zwei Wochen später war es. Denn ich weiß noch, wir hatten jetzt im letzten ÖPNV-News, glaube ich, das erste Mal davon berichtet und zack, jetzt hier ist er. Ne? Sowas finde ich sehr angenehm. Ja, man muss dann halt nicht so lange warten. Da versucht man immer irgendwie einen Hype aufzubauen, aber ich glaube, so beim Bus-Simulator sind wir bei der Hype-Welle schon links vorbei. Zumal die Entwickler ja von Bus-Simulator, Still Alive, sowieso ja gerade ihr anderes Spiel da ja gerade machen, die basteln ja gerade an ihr Drone Swarm oder Swarm Drone, irgendwie sowas wie das heißt, ja, dass sie da immer noch irgendwie die Zeit finden, ja, neuen Content noch für den Bus-Simulator zu bringen, das ist natürlich auch schon löblich. Also alles in allem eine relativ coole Sache, finde ich persönlich. Könnt gerne mal in die Kommentare posten, ob ihr euch die DLC holt. Setra ist jetzt natürlich ja, eine Marke. Also gerade ich aus Berlin, ne? Setra fährt gar nicht hier. Vielleicht mal so als Reisebus oder sowas, aber so als Linienbus definitiv nicht. Jetzt an der Ostsee habe ich ein paar Setra-Busse gesehen. Ist schon doch irgendwo gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, so diese Standardbusse Mercedes, Solaris oder sowas, ja, die. Sind halt die Busse, die wahrscheinlich denn öfter benutzt werden als Setra. So, das war's. Fahrt ist abgeschlossen. Dann wollen wir uns jetzt natürlich noch den nächsten Bus angucken. Ja. Dann haben wir den kompletten DLC in einer Folge. Dementsprechend werden wir die Tour zwar nochmal fahren. Geschäftserweiterung. Oh. Wieder eine neue Errungenschaft bekommen. Allerdings werden wir die Strecke mal umgekehrt fahren, damit es jetzt nicht so langweilig wird. Der Traum vom Fliegen. Ach, gab's neue Updates? Mhm, jetzt mit dem neuen DLC scheinbar? Ja, es sieht so aus. Ich habe mich nämlich schon gewundert gehabt, dass es keine Trophäen gab, wo wir den DLC durchgespielt haben, die Kartenerweiterung. Normalerweise gibt es immer irgendwelche Trophäen oder sowas.
Und scheinbar, jetzt gab es hier wirklich Trophäen, hat man das wohl jetzt irgendwie nachgepatcht. So, allerdings, wie gesagt, wir wollen natürlich den nächsten Bus uns jetzt hier angucken. Und damit fahren wir jetzt mit dem S417 UL Business von Setra. Los geht's. So. Wir werden uns das ganze Modell erstmal natürlich angucken. Ja, bevor es jetzt rein. Bevor es jetzt hier natürlich losgeht. Oh, was ist denn jetzt los? Lass mich da raus. So. Mir fehlt die Tür. So, da haben wir den UL mit Seiten. Sonst haben wir hier vorne Single Door, hinten Single Door. Und die Leute hier ein bisschen langsamer aussteigen können. Dementsprechend halt wieder ein weiterer Überlandbus. Aber von der Front her halt genauso identisch wie der andere Kollege, den wir davor hatten. Deshalb finde ich es ein bisschen schade. Man hat zwar verschiedene Nummern hier mit eingebaut, es bleibt aber weiterhin irgendwie immer das gleiche Gehäuse, ja, vom Bau. Er ist halt deutlich länger, ne? Also das ist dann schon die längere Variante. Allerdings, weiß ich gar nicht, warte mal. Das ist auch ein bisschen Zweiachser. Also sind jetzt praktisch Zweiachser dazu gekommen. Davor gab es ja keine Zwei. Hatten wir nur den Dreier. Achso, wir müssen natürlich wieder den Gang einschalten. Und auch vom Dashboard her hat sich hier nicht wirklich viel getan. Aber so ist es halt, wenn es halt wirklich das gleiche Modell ist, halt mit einer anderen Nummer. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Ich hätte mir da deutlich, vielleicht spannendere Modelle mal so gewünscht. Sogar der Spiegel ist der gleiche. Ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Es ist viel zu heiß draußen. Ja, das kann ich nur zustimmen. Noch ein Tag, dann habe ich endlich frei. Nächster Halt, Windfeld Ost. Windfeld Ost. Aber ich finde die Bremsen allgemein von Setra immer noch extrem schlecht, ja. Also der braucht extrem lange, bis er runterbremst. Anders als beim Citaro oder... Oh, hat der überhaupt eine Rampe? Das weiß ich gar nicht. Was machst du? Ja, er kann eigentlich gar nicht mitfahren, weil... Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Der Bus ist nicht für... Rollstuhlfahrer ausgelegt. Eine Fahrkarte bitte. Zu viel Geld jetzt schon wieder rausgegeben. War ich wieder schneller mit dem Drücken als das Spiel. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Standard. Aber nicht mal der kleine Setra jetzt, der kann Rollstudio aufnehmen, oder? Ich glaube, ich habe da jetzt keine Fläche gesehen, wo man hätte irgendwas abstellen können. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen schade. Ich meine, es gibt halt so unglaublich viele Überlandbusse. Aber gut, Setra hat ja noch nie einen DLC. Wir hatten jetzt einen MAN-DLC. Ich glaube, Mercedes-DLC war ja auch, wenn jetzt nicht alles täuscht. Ich überlege, ja, glaube schon, oder? Habe ich vergessen. auf jeden Fall mit Setra. Kleine Buserweiterung. Zwei neue Busse für 4,99. Ich glaube, das geht schon in Ordnung, wenn man den Bussimulator gern hat und keine Alternativen hat.
zum Beispiel wie der PC oder sowas, der jetzt so ein bisschen auf den Bus-Simulator angewiesen ist, auf Konsole, denke ich mal, kann man hier nichts falsch machen. Tja, nee, ich auch nicht. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Antrag Student Brücken. Danke. Tuller wäre es auch mal, wenn Still Alive vielleicht mal die Ticketpreise ein bisschen anpassen könnte. 2,20 Euro oder sowas, was hier kostet, sind wir schon lange weg. Sind mittlerweile bei 2,90 bis 3,10 Euro oder sowas angekommen hier. Aber es ist nur mal so klein, das. So kleiner Hinweis, so, ne? Ja, Leute, das war's auf jeden Fall. Also, jetzt habt ihr den Umfang gesehen, der jetzt hier drin steckt. Für 4,99. Könnt, wie gesagt, gerne in die Kommentare posten, ob ihr euch diesen Bus holt. Oder was hättet ihr euch zum Beispiel jetzt gewünscht von dem DLC? Oder allgemein, ne, wo würdet ihr jetzt sagen, das fehlt jetzt noch absolut? Dann könnt ihr da gerne die Kommentarfunktion nutzen. Am besten einfach unten in die Kommentare. Mal gucken. Vielleicht liest sich das ja irgendein Entwickler durch. Wenn wir uns jetzt nicht verfahren hätten, wäre das jetzt natürlich noch großartig. Das stimmt, habe ich auch nicht umgefahren da. Das war ich nicht. Sehr pünktlich. Danke. Sehr pünktlich. Bitte. Somit war es das. Wie gesagt, all das gerne unten in die Kommentare posten. Und dann bin ich mal gespannt, wie eure Meinung zu diesem DLC ist, zu dem Setra DLC. Ich persönlich finde, es ist in Ordnung. Für 5 Euro macht man hier auch nichts falsch. Ich meine, Omsi-DLCs sind deutlich teurer, wenn es um Busse geht. Da ist meistens immer nur ein Bus dabei und fast zwei. Und immer so ein bisschen verschiedene Varianten. Hier sind es jetzt so 2 Busse für 5 Euro. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Klar, qualitätstechnisch muss man sagen, liegt natürlich der andere Simulator weiter vorne. Aber so, wenn man jetzt hier mal so ein bisschen Bus fahren möchte und wie gesagt halt keinen Rechner hat, der NASA gehört oder sowas, um anständig da mit dem alten Simulator spielen zu können, dann ist, wie gesagt, das hier die einzige Alternative und dafür geht das meiner Meinung nach gut. Still Alive finde ich positiv, dass hier wirklich noch DLCs erscheinen, vielleicht noch zukünftig, ich weiß nicht, ob da noch irgendwas kommt in der Richtung. Wir werden euch natürlich da weiterhin auf dem Laufenden halten. Am besten dort immer in die ÖPNV-News reinschauen, die kommt immer sonntags, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und sonst, ja, verabschiede ich mich jetzt, bedanke mich, sage tschüss. Bis zum nächsten Mal.